Hallo und herzlich willkommen am Roten Tisch der Spielerautorenzunft. Heute haben wir eine Premiere hier am Tisch, nämlich nachdem wir gestern mit Journalisten gesprochen haben, mit App-Entwicklern und mit Händlern, haben wir diesmal tatsächlich auch echte Autoren hier, nämlich zum einen Michael Schacht und Anja Wrede. Und wir wollen über einen Artikel diskutieren, beziehungsweise über eine These, die Tom Felber aufgeworfen hat in der Spielbox. Da hat er nämlich in einem Artikel geschrieben, naja, er würde sich wünschen, dass Spielerautoren nicht eine deutlichere Handschrift haben, aber sich klarer positionieren am Markt. Wie wichtig ist es denn, um jetzt mal inhaltlich auf diese These zu gehen, dass Spieleautoren sich am Markt positionieren? Ich persönlich halte es jetzt nicht so unheimlich wichtig, weil Spieleautoren halt so 99% Hobbyautoren sind, die oft sogar noch gar kein Spiel verlegt haben. Das heißt, deren Fokus liegt natürlich in erster Linie auf das Spiel und wie bringe ich das Spiel überhaupt unter, wie verlegt es jemand. Manchmal ist es auch so, dass man nur den Traum hat, dieses eine Spiel zu verlegen. Und das war es dann eigentlich auch, damit ist der Traum in Erfüllung gegangen. Das heißt, zu dem Punkt zu kommen, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt so und so viele Spiele gemacht, die auch wirklich verlegt worden sind. Wie mache ich das dann jetzt? Wie mache ich das weiter? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für andere? Kann ich da irgendwas justieren, irgendwas verändern? Zu dem Punkt kommen die meisten Leute, sage ich jetzt einfach gar nicht. Die eigentliche Ausnahme sind Leute wie eher Anja und ich, die halt regelmäßig Spiele machen, die das vielleicht teil- oder hauptberuflich machen. Da hat man natürlich schon auch mal die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich über die Spiele hinaus. Und auch da macht das vielleicht Sinn. Wie trete ich gegenüber Verlagen auf? Wie kriege ich gegenüber dem Publikum auf? Du hast es jetzt schon angesprochen, also natürlich gibt es ganz viele Autoren, die froh sind, wenn überhaupt mal ein Spiel von ihnen verlegt wird. Aber es gibt ja jetzt auch schon ein paar Autoren, die mehrere Spiele veröffentlicht haben oder auch veröffentlichen. Anja zum Beispiel. Wie bist du denn vorgegangen, um dich am Markt zu positionieren? Weil du hast ja, würde ich mal behaupten, schon ein eindeutiges Profil. Wenn ich deinen Namen höre, würde ich eher an Kinderspiele denken, die einen einfachen Zugang haben. Das hast du ja eben auch gesagt. Ja, das ist schon so. Wobei, ich glaube, das ist so eine Charakterfrage. Und bei mir, ich kann ja immer nur von, also bei mir ist es so entstanden, aus Dingen, die ich eben gerne mache oder was mir liegt. Und da ist es tatsächlich zum einen eben mein pädagogischer Hintergrund und zum anderen eben auch, dass ich zeichne, zunehmend auch gestalten, mit neuen Prototypentechniken umgehen lerne und das ergibt sich so Puzzleteil für Puzzleteil. Wenn ich jetzt an Spiele von dir denke, Michael, dann würde ich zwar denken, ja, die haben so eine gewisse Art, aber es wäre mir jetzt nicht klar, dass so ein bestimmtes Profil ist oder so ein eindeutiges Profil wie bei Anja. Ist das was, was mir jetzt nur nicht auffällt oder ist das tatsächlich so? Gut, ich denke mal, das sind die zwei Typen, die es gibt. Das heißt einmal den Spezialisten, wo es ja auch sehr naheliegend ist, dass man sagt, man hat bestimmte Fähigkeiten, die wirft man in die Waagschale. Wäre ja verrückt, wenn man dann sich in Bereichen bewegt, wo man eigentlich sich nicht nur sicher fühlt oder nicht so viel zu bieten hat und dann sehr stringent daran weiterarbeitet. Bei Anja ist es auch so, dass sie gleichzeitig einen Verlag betreibt. Das heißt, sie hat auch wirklich die Möglichkeit, als Autor das bis in den Markt hineinzuschaffen mit dem, was sie eigentlich sich vorstellt und wo sie eigentlich hin will, was ja die meisten Autoren eigentlich nicht als Möglichkeit haben. So, bei mir ist es so, dass ich eigentlich sehr neugierig bin und eigentlich auch versuche, zumindest früher war es sehr stark ausgeprägt, heute ist es aber immer wieder auch da, wenn die Arbeit halt auch zulässt, Dinge auszuprobieren, die ich noch nicht gemacht habe und dass ich mich nicht von vornherein so festlegen möchte. Ich möchte durchaus auch neben Familienspielen eben Kinderspiele machen, was ich auch mache. Erwachsenenspiele lasse ich ein bisschen die Finger weg, also je komplexer es wird, desto mehr, weil die halt auch unheimlich viel Zeit und Energie beanspruchen und da muss man auch wirklich schon extremer Fan sein in der Kategorie und eigentlich auch zu denen gehören, die am liebsten die Spiele machen, die sie auch selber spielen würden. Ja? Und ich mache mich da eher frei von. Ich habe halt eine Spielidee, überlege, was ich am sinnvollsten damit anfangen kann. Nicht um mir selbst zu gefallen oder um es selber zu spielen, sondern eher um der Spielidee gerecht zu werden. Das heißt, an der Stelle zu beschneiden und zu sagen, ja, aber das wäre ja dann vielleicht nicht in meinem Rahmen, in meiner Handschrift, in meinem Profil, wie auch immer. Dann muss ich es eigentlich fallen lassen. Wäre natürlich schade, wenn die Spielidee eine starke wäre. Und insofern möchte ich mich da ungern beschneiden. Bin ich eher der Allrounder mit den Vor- und Nachteilen. Eine Marke muss sich ja jetzt als Spielerautor nicht nur über den Spielmechanismus definieren, sondern kann ja auch über die Persönlichkeit transportiert werden. Also wenn wir zum Beispiel an Friedemann Friese denken, der macht ja total unterschiedliche Spiele, aber ist natürlich durch
sich selbst und sein Auftreten einfach eine Marke. Brauchen wir bei den Spielerautoren ein bisschen mehr Popstar-Denken? Ich glaube, das kommt auch da auf den Bereich an, in dem man arbeitet. Also bei Friedemann ist es einfach perfekt, weil er auch, der hat weltweite Fans, die kommen und lassen sich mit ihm fotografieren mit seinen grünen Haaren. Das wird bei einer Kinderspielerautorin nie passieren. Und der hat einfach ziemlich gut im Blick, was für Leute seine Sachen gut finden. Und da passt das hervorragend dazu. Aber wieso wird sowas bei einer Kinderspielerautorin nie passieren? Also ich meine zum Beispiel, Autoren von Kinderbüchern sind bekannt oder Rolf Zuchowski, der Musik macht, ist irgendwie auch ein Star. Warum können nicht auch Autoren, ich sag mal, so bekannt werden oder so eine Bekanntheit erreichen? Ja, ich krieg's ja mit in der Realität, dass es nicht so ist. Also das ist, und ich finde es aber auch gar nicht schlimm. Also ich hätte ein großes Problem, wenn ich nicht mehr ruhig über so eine Messe oder sonst wo laufen könnte. Ich bin das ganz gut, so ein bisschen im normalen Alltag verhaftet zu bleiben. Und ich finde so in diesen normalen beruflichen Kontakten, die man hat, das ist schon anstrengend genug, sich so zu verhalten, wie es von einem erwartet wird und trotzdem eben an gewissen Stellen immer noch auszubrechen. Also genau wie Michael lerne ich total gerne neue Sachen dazu. Und trotzdem wird das am Ende immer wieder was, das nicht so weit von dem weg ist, was ich bisher gemacht habe. So, also. Du hast jetzt gesagt, du findest es ganz angenehm, dass du gar nicht so bekannt bist. Ich sag mal, Michael, du bist ja auch in der Szene bekannt, aber ich wette mal, wenn wir jetzt raus auf die Straße gehen würden und fragen, na, wer ist denn Michael Schacht, wüsste das keiner. Ist das was, was du schade findest? Würdest du dir gerne ein bisschen mehr Bekanntheitsgrad wünschen? Naja, es ist so, dass das heutzutage schon ein großes Thema ist. Sagen wir mal, vielleicht auch so ein bisschen an der Generation nach uns, irgendwo in der Öffentlichkeit stehen, da läuft ja auch über viel übers Internet etc. Ich würde es mir nicht unbedingt so wünschen. Ich finde es okay, wenn meine Leute mich wiedererkennen, sage ich jetzt mal, auf der Messe. Und wenn man mit Leuten spielt oder so und das Thema aufkommt, dann kann man auch gerne mal ein bisschen darüber reden. Das macht durchaus auch Spaß. Aber klar, wenn ich auf der Straße rumlaufe, wird mich nie im Leben einer erkennen. Selbst der Klaus Teuber hätte Probleme oder andere Größen der Spieleszene, weil es einfach auch nicht so ein Thema des öffentlichen Lebens ist, wie beispielsweise Film, Musik, auch Computerspiele, selbst das, was ja schon mittlerweile größer ist als die Filmindustrie, auch da haben die Autoren große Probleme, als Person wiedererkannt zu werden. Problem in Anführungsstrichen, weil die möglicherweise auch nicht unbedingt jetzt Lust drauf haben, überall angesprochen zu werden und auch vielleicht mal hier und da Privatsphäre haben wollen im Verhältnis zu einem Hollywood-Schauspieler. Ja. Das liegt aber wahrscheinlich auch ganz einfach daran, dass man als Person in einem Film ganz anders wahrgenommen wird. Da denkt man, man kennt den. Ne? Ich habe 5 Filme von ihm gesehen, dann weiß ich doch, wie der ist. Und ich erkenne ihn wieder und kann ihn direkt ansprechen, wie diese Person, die ich da glaube zu kennen. Bei einem Autor wird dieser persönliche Kontakt ja eigentlich nicht stattfinden. Ja. Ja, obwohl, ich sag mal, Autoren tauchen ja inzwischen schon auch in Spielanleitungen auf, ihre Bilder werden auf Schachteln gedruckt, aber trotzdem werden sie eigentlich außerhalb der Szene überhaupt nicht wahrgenommen. Ne? Man muss sich dann auch merken können, man muss sich das Gesicht merken können und dann bewegt man ihn 3 Jahre später und muss denken, ach richtig, da habe ich doch damals dieses kleine Bild irgendwo da gesehen. Ist natürlich auch irgendwo unrealistisch, man hat gar nicht diese Frequenz gegenüber dem Publikum, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, war eine Intention von Tom Felber auch, sagen, naja, wenn ich mich als Marke, als Autor positioniert habe, dann bin ich auch gezwungen, ich sag mal, qualitativ hochwertige Spiele zu produzieren oder zu veröffentlichen, damit diese Marke nicht beschädigt wird. Könnte das ein Schritt sein, damit wir quasi nicht ganz so viele durchschnittliche Spiele auch haben? Naja, also erstmal ist es ja nicht der Autor allein, der an dem Spiel arbeitet und ich habe mir gerade den gegenteiligen Fall vorgestellt. Wenn ich merke, dass ich was einreiche, was ich eigentlich ganz gut finde und dann kommt am Ende was raus, wo ich nicht möchte, dass mein Name draufsteht, weil ich eine Marke bin, dann brauche ich ja ganz schnell ein Pseudonym. Und ich weiß nicht, ob ich das so... Ich denke, grundsätzlich steht man ja sowieso, also man steht halt als Autor auf der Schachtel drauf und muss dann aber eben auch damit leben lernen, dass manchmal Endergebnisse rauskommen, mit denen man nicht so gut leben kann. Und das eben, man hat es nicht alleine in der Hand, was am Ende rauskommt. Also, ist ja entscheidend. So ein Spiel verändert sich ja in der Arbeit mit dem Verlag oft. Oft ist es ja auch so, dass der Verlag vielleicht etwas möchte, wo man sagt, okay,
würde ich vielleicht anders machen, aber ich denke mal, ihr habt ja eure Argumente dafür und dann machen wir das so. Dann kann das eine gute Entscheidung sein, kann aber auch eine schlechte Entscheidung sein. Und dann gibt es diese vielen, vielen Faktoren wie Gestaltung, Fehlerquellen bei der Produktion, Zeitpunkte, wann es herauskommt und. Und selbst wenn man sich mal das simple Modell vorstellt, man macht ein Spiel einen Monat vorher kommt ein Spiel raus, das funktioniert genauso von jemand anderem, man kommt als Zweiter, dann sagt man auch, das hätte ich jetzt gar nicht so gewollt, ja, obwohl das Spiel selbst gut war. Jetzt ist man auf einmal in einer Situation, wo man dann sagt, na gut, unter den Bedingungen oder jetzt würde ich auch gerne nicht meinen Namen drauf haben und so, weil es einfach dummerweise man der Zweite ist. So wie wenn man einen Jubiläumsgeburtstag feiert und jemand schenkt einem was und dann kommt der Nächste und hat dummerweise das Geschenke auch, das ist der Zweite, ja, dann ist man auf einmal in einer Situation, die man sich so nicht vorgestellt hat. Das ist also prinzipiell Lebensrisiko, Komplex etc. etc. Was am Schluss bei rauskommt, kann man hoffen, dass es dann so viel davon hat, was man sich vorgestellt hat, vielleicht noch ein bisschen mehr durch die Qualitäten der anderen, die noch dran gearbeitet haben, und mehr kann man nicht tun. Und der Autor ist letztlich nicht allein verantwortlich für das Produkt, auch wenn sein Name draufsteht. Steht ja auch der Verlag drauf, steht auch der Illustrator drauf und. Also eigentlich stehen ja alle mit drauf. Und so muss man das Spiel auch bewerten, als irgendwo als Teamarbeit dann, ne? Auch wenn der Autor erstmal relativ weit oben stehen sollte. Jetzt ist es ja so, dass ihr inzwischen bekannt seid und auch schon länger in der Branche aktiv seid. Wie war das denn so in euren Anfangstagen? Wie habt ihr es geschafft, euch einen Namen zu machen und euch vielleicht auch, ja, zumindest innerhalb der Szene so ein bisschen zu positionieren als Marke oder als Autor? Bei mir ist es so gewesen, dass ich über einen Wettbewerb für angehende Spieleautoren sozusagen reingekommen bin. Da hatte ich halt eben einen Spielevorschlag, der kam dann in die Endrunde und dann war es halt so, dass in der Jury nur Spielerredakteure saßen, viele von denen, die heute immer noch für die Verlage arbeiten. Und dann gab es eben diese Endrunde, wo man dann vor Ort war und mit diesen Leuten reden konnte. Da hat man wirklich einen sehr, sehr direkten Kontakt gehabt, der schon sehr exklusiv war. Irgendjemand, der jetzt sagt, ich gehe jetzt auf die Messe und will da mit irgendjemand sprechen, der wird da vielleicht erstmal gar nicht hinkommen, hatte sehr offene Ohren gehabt, konnte Leute fragen, wie geht denn das und all diese Dinge. Und das hat mir sehr, sehr stark geholfen, weil das halt alles sehr personifiziert hat. Es waren halt nicht mehr so die Firma, ich und diese Firma, der ich irgendwie entgegentreten muss. Und und das hat eigentlich auch immer meinen Weg bestimmt, dass es immer was sehr Persönliches war. Wo zum Beispiel, um nochmal zurückzukommen auf solche Dinge wie Marke etc., heute denken alle Leute in Produkten, in Marken etc., das kann man machen. Für meine Begriffe wird es aber einfach zu viel gemacht. Das sollte nicht so in den Vordergrund sich stellen. Bei mir sollte immer zuerst das Spiel kommen und dann irgendwann ich, sage ich jetzt mal. Ich finde das heutzutage ein bisschen übertrieben. Ich will nicht am Schluss ein großer Konzern werden, das werde ich auch nie werden. Ja, marktbeherrschend mit einer Marke, wo ich dann auch wirklich immer darauf achten muss, was tue ich, damit ja nicht nachher einer sagt, hier und da, das ist aber nicht mehr in Ordnung, das passt ja gar nicht zu dir etc., sondern wenn man da schon noch ein bisschen dieses Persönliche, was eigentlich typisch ist für die Spieleszene unter den Kollegen, unter den Konkurrenten etc., möchte ich mir eigentlich bewahren können. Ja, obwohl dieses Persönliche kann ja auch ein Bestandteil dieser Marke sein. Ich sag mal, du machst ja auch Öffentlichkeitsarbeit für dich, zum Beispiel indem du eine Homepage hast oder so und da quasi Informationen über dich bündelst und dann natürlich da auch so ein bisschen das öffentliche Bild, das Leute, die ich jetzt vielleicht persönlich nicht kenne, von dir haben, so ein bisschen mit beeinflusst. Ja, aber ich mache das auch so, dass ich eben diese Seite immer noch habe, obwohl Facebook und Co. alles schon an sich gesaugt haben und solche Seiten halt eigentlich heutzutage nicht mehr besucht werden. Das heißt, wenn sich jemand wirklich für mich interessiert, dann soll er kommen. Es ist nicht so, dass ich mich jemand aufdrängen will per Facebook, dass ich da vielleicht noch Geld dafür bezahle, dass meine Meldung wirklich jeder sieht und all diese Dinge, irgendwelche Aktionen mache, damit ich so und so viele Klicks bekomme, sondern ich beschränke mich darauf, wenn auf meiner Webseite was passiert, was eben von größerem Interesse ist, dann teile ich das auf Facebook, aber das ist das dann auch für mich gewesen. Das heißt, die Leute sollen, wenn sie sich tiefer interessieren, biete ich ihnen was an, womit sie sich dann auch beschäftigen können. Das geht auch hin Richtung noch Erweiterung, Varianten, all diesen Dingen, also irgendwo ein Mehrwert. Aber ich bin nicht offensiv, ich will nicht eine Marke aufbauen, für das die Leute mich nachher haben wollen. Ja? Das heißt, es geht nur noch darum, den Namen auf der Schachtel zu haben und das Spiel tritt in den Hintergrund. Das wäre für mich völlig verdreht, vor allem für diese Art von Branche, in der wir uns da bewegen. Ja?
Wir haben jetzt gerade gehört, wie Michael quasi so den Weg in die Branche gefunden hat und sich da auch positioniert hat. Wie war das denn bei dir? Bei mir war es ein bisschen anders, weil ich eigentlich über mein Studium Kontakt in die Spielewelt bekommen habe. Ich habe Pädagogik studiert und bin dann im Spieleverlag gelandet und habe da dadurch die ersten Kontakte eigentlich gekriegt. Und nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich dann angefangen, mich in Ersatz zu engagieren. Und so hat sich das eben, hat sich das immer weiter zusammengefügt alles. So. Aber hast du dir irgendwann mal Gedanken darüber gemacht, naja, ich brauche jetzt irgendwie einen Slogan oder ich brauche irgendwie ein Symbol oder ein Logo oder ich baue mir jetzt eine eigene Homepage oder... Das hatte ich von Anfang an. Also das hatte ich von Anfang an, eine Homepage, die ich auch dringend mal wieder pflegen und international machen müsste. Also, und aber eben und so ein kleines Viech, was auch so entstanden ist, eben dadurch, dass ich auch zeichne. Und die Homepage pflege ich leidlich und ich benutze Facebook aus diesem Grund so ein bisschen, weil man das eben so nett persönliche Dinge da mitteilen kann. Und das sehe ich schon so als persönliche Kontakte nach außen. Und natürlich hat das was mit Imagepflege zu tun oder so. Und ich meine, in dem Fall von Spieleautoren ist es ja immer auch noch Lobbyarbeit, eben um Leute darauf hinzuweisen, dass es Leute gibt, die sich Spiele ausdenken und dass diese Arbeit auch bezahlt werden sollte. Also es ist ja auch an allen Ecken und Enden immer wieder Thema. Und sowas kann man natürlich über so einen Kanal, wo man viele erreicht, gut machen. Also. Das Problem der Spielerszene scheint mir zu sein, dass die Erwartungshaltung an Spiele oft eine falsche ist. Also man weiß offensichtlich nicht so genau, was in so einem Spiel eigentlich drinsteckt. Wenn ich ins Kino gehe und einen Blockbuster angucke, dann weiß ich, dass ich da hingehe. Und dann meckert auch keiner, dass das Popcorn-Kino war, sondern ich weiß es eben vorher. Aber bei den Spielen, da ist immer so der eigene Geschmack natürlich im Vordergrund. Und das Spiel hat zu erfüllen, dass der Geschmack erfüllt wird.